Schön, dass du wieder unsere Einladung angenommen hast, in dieser Gemeinschaft mit uns hier in diesen Abend hineinzugehen. Herzlich willkommen. Ja. Aber auch die, die vorhin schon im Livestream, nämlich mit dem Fasten- und Gebets-Livestream waren, begegne dem Heiligen Geist, 40 Tage Fasten und Gebet. Eine herausfordernde Zeit, aber auch eine Zeit, die uns reich beschenkt. Ich habe vorhin schon gesagt, es ist immer eine Herausforderung für uns alle, dass wir wirklich diese Zeiten des Rückzugs in den Herrn, in diese Gebetszeit, in diese Zeit der Gemeinschaft mit ihm, dass wir sie immer suchen, dass wir sie wahrnehmen, uns dafür entscheiden. Jetzt also herzlich willkommen zum Ermutigungsabend mit Gottes Haus und wir sagen am Anfang, Gott hat mehr für dich. Ja, super. Zunächst möchte ich eine kurze Einladung nochmal aussprechen, die haben wir schon ein paar Mal gesagt und zwar laden wir dich ein zu unserer Power- und Feuerkonferenz, Heiliggeistkonferenz nach Rendsburg, nach Schleswig-Holstein. Das ist am 14. und 15. September und wir würden uns echt freuen, wenn du dabei bist. Wir sind schon dabei, gut so langsam, dass es gefüllt wird, aber es sind auf jeden Fall noch reichlich Plätze da. Wir sind im Hohen Arsenal, das ist eine sehr besondere Location mit militärischem Hintergrund. Und am 15. haben wir dort einen ganz besonderen Schofareinsatz, der uns wirklich auf dem Herzen liegt. Und zwar geht es um eine prophetische Sache, wo wir gegen die Folgen der Berliner Erklärung blasen, beten, proklamieren. Die Berliner Erklärung war etwas, was wie nichts in der Geschichte der Christenheit Deutschlands eine Spaltung hervorgebracht hat zwischen den bibelgläubigen Christen und die Folgen waren katastrophal. Ich habe da sogar ein Buch drüber geschrieben, Gott und Deutschland. So, und es ist der 115. Jahrestag, der 15. September, und da wollen wir dagegen blasen. Vor kurzem haben schon Christen aus Berlin das aufgegriffen, haben eine neue Berliner Erklärung verfasst, erst vor ein paar Tagen. Sehr gut, die werden wir auch aufgreifen und da natürlich ebenfalls mitproklamieren. Zeitgleich findet eine Evangelisation vor dem Brandenburger Tor statt, was natürlich wie nichts anderes für Deutschland als Nation steht. Kurz und gut, wir merken, da ist ein prophetischer Fluss drin und wir würden uns freuen, wenn du in Rendsburg dabei bist, bei der Konferenz oder nur bei dem Schofareinsatz. Und ansonsten, wenn du bei dem Schofareinsatz sagst, ist mir soweit, kannst du auch per Zoom dabei sein. Aber uns ist es wichtig, dass alle Bläser und jeder, der das auf dem Herzen hat, zu beten, wirklich sich da einklingt, damit wir eine echte Bresche für das Volk Gottes in Deutschland schlagen können. Wir empfinden, der Zeitpunkt ist wirklich vom Herrn gesetzt. Genau, es ist ja immer noch die Zeit, in der wir auch wachsam sein sollen, auf der einen Seite, aber auch in großer Kühnheit zum Thron der Gnade kommen. Ja. Und das ist es, was uns auf dem Herzen ist, auch für diese Zeit, in der wir jetzt sind und auch in der wir heute Abend sind. Lass uns dafür beten, dass wir dieses Wort aufnehmen, dass wir uns ausrichten, dass wir den Heiligen Geist in unserem Herzen reden hören, in unsere persönliche Situation hinein. Herr, dafür wollen wir dir danken, dass du die Kraft deines Wortes freisetzt für uns in unseren Herzen. Wir danken dir, dass wir geöffnete Ohren haben, dass wir dein Reden hören. Wir danken dir, dass die Kraft deines Wortes uns verändern wird. Und wir beten jetzt für jeden, der hier im Livestream ist, dass du deine Gnade ihm zukommen lässt, dass deine Fülle sich ihm offenbart, dass deine Hilfe da ist, in Nöten, in Bedrängnissen, wie auch immer. Und Herr, wir danken dir jetzt für diese gemeinsame Zeit. Amen und Amen. Amen. Ja, die Infos zu der Konferenz wie auch dem Showvereinsatz und auch weiteren Veranstaltungen findest du auf unserer Webseite unter Events oder hier im Beschreibungstext unten drunter. Yes. Okay, auf geht's. Auf geht's.
Das ist immer ein gutes Wort. Auf der einen Seite sind wir gerufen, stehen und stehen zu bleiben, aber auch unterwegs zu sein, aber auch dran zu bleiben. Und heute geht es in meiner Ermutigung wirklich auch um diese Zeiten, in denen wir unterwegs sind, aber wo wir in einer gewissen Bedrängnis sind. Das ist keinem von uns fremd. Ich habe es überschrieben mit Bedrängnis auf dem Weg und doch von Gott geleitet, von Jesus errettet, vom Heiligen Geist gelehrt. Das sind die Dinge, die mir heute auf dem Herzen sind, die ich mit dir teilen möchte. Wir alle erleben ja jetzt eine Zeit der Veränderung unseres Glaubenslebens mit dem Herrn. Also wenn du jetzt mit uns in dieser Gemeinschaft von Fasten und Gebet, in diesem Thema Heiliger Geist, was ist das mit dem Heiligen Geist und meinem Glaubensleben? Was ist das, was er mir mitteilen möchte? Was ist das, was er mir offenbaren möchte, wo er mir die Gelegenheit gibt, ihn kennenzulernen? Das ist eine Zeit der Veränderung für uns alle. Wir lernen dazu. Und der Heilige Geist und der Herr erreicht uns in diesen Zeiten der Anbetung und des ihm Nahens. Und er hat auf dem Herzen, uns immer aufzubauen, uns immer zu ermutigen, uns immer durch seine Kraft zu stärken, uns immer in seiner Gegenwart zu erfüllen mit allem, was wir brauchen. Er möchte uns beschenken. Und das ist etwas, wo ich sage, hey, lass uns unsere Herzen dahingehend ausstrecken. Lass unseren Glauben sich ausdehnen, dass wir das in Anspruch nehmen. Wir richten unser Herz auf ihn aus, weil unser Wunsch es ja ist, mit ungeteiltem Herzen auf ihn ausgerichtet zu sein. Wann immer wir in eine tiefe Beziehung zu Jesus hineingehen, also in die Zeit mit ihm verbringen. Ich habe es eingangs schon gesagt, es ist auch in dieser Zeit von Fasten und Gebet, wo wir auf dieses tägliche Essen zubereiten oder Essen am Tisch aufzunehmen oder wie auch immer viele Einkäufe zu erledigen. Es ist immer eine Entscheidung für uns, dass wir uns in diese Zeit der Beziehung zu Jesus hineinbegeben. Und es ist ein Anliegen von uns allen, ja, dass wir ihm Zeit schenken und Zeit mit ihm verbringen. Aber wir werden alle erleben, dass diese Zeiten uns beschenken, dass sie uns segnen, dass wir aufgebaut sind, dass wir ermutigt sind und sogar getröstet sind, getröstete Menschen zu sein. Der Heilige Geist wird als der Tröster beschrieben. Wenn du Trauer empfindest aufgrund irgendwelcher Dinge, die in deinem Leben passiert sind, wende dich an ihn. Wende dich an den Tröster, den der Herr dir gegeben hat, der dein Leben, dein Herz und dein Glaubensleben wirklich mit seinem Trost umgeben kann und bedecken kann. Wir wollen diese Zeiten wertschätzen. Nie als gering. Nie, wenn wir durch eine Zeit des Gebets gegangen sind, nie sagen, ach na ja, das hat sich heute ja nicht so gelohnt. Ach na ja, ich habe ja nichts gehört. Ach na ja, ich hatte keine Vision. Ach na ja, ich hatte dies und hatte das nicht. Sondern lass uns immer weiter hineindrängen, dass wir sagen, Herr, ich möchte, dass du zu mir sprichst. Ich möchte, dass du mir dein Wort aufschließt. Ich möchte dich hören und ich möchte dich sehen. In dieser Zeit erlauben wir dem Heiligen Geist, dass er mit seinem Licht in alle unsere Herzenskammern hineinleuchten kann, damit wir veränderte Menschen werden. Schau mal, das ist so wichtig. Wir wollen
dass alles, was tief in uns ist, was uns vielleicht noch nicht mal so richtig bewusst ist, wo wir vielleicht manchmal wie eine Ahnung in uns haben, wir wollen, dass es in das Licht Gottes gestellt wird, damit die Dinge, die sich zwischen Gott und uns befinden, dass sie weggenommen werden können, dass wir in einen Reinigungsprozess kommen, in einen Heiligungsprozess kommen, in einen Prozess von Vergebung, von Erneuerung, von Wiederherstellung. Wir wollen in einen Prozess kommen, dass wir die Dinge, die uns belasten, wirklich ablegen können. Ablegen, abstreifen, wie ein altes Kleid. Wir wollen veränderte Menschen werden. Wir wollen doch alle nicht uns weiter so mit diesem mehr oder weniger intakten Glaubensleben dahinschleppen, sondern wir wollen verändert werden in das Angesicht Jesu Christi. Dafür, so habe ich es schon gesagt, dass es wichtig ist, dass wir unsere Entscheidungen für die Dinge richtig setzen. Unsere Entscheidungen sind der Dreh- und Angelpunkt für alle Dinge in unserem Leben, auch in unserem Glaubensleben. Es ist so, dass der Herr uns aus der Gewalt der Finsternis befreit hat und nun leben wir unter seiner Herrschaft, unter der Herrschaft des Sohnes, unter der Herrschaft Gottes, unter der Herrschaft des Heiligen Geistes. So schreibt es uns Kolosser 1, Vers 13. Wir sind herausgenommen und hineinversetzt. Wir haben das alte Leben abgelegt und neues Leben angezogen. Wir haben Autorität bekommen durch den, der uns geliebt hat. Wir haben unsere Identität in ihm gefunden, in Jeschua. Das lässt uns auf unseren Glauben mit Zuversicht schauen, mit Hoffnung schauen und lässt unseren Glauben sich ausdehnen, dass der Herr uns reich beschenken kann. Die Herrschaft des Sohnes, das ist sein Leben, das ist seine Erfüllung, das ist seine Gnade, die begann, als wir den Ruf des Heiligen Geistes zur Umkehr gehört haben. Und doch erkennen wir alle, dass es in unserem Leben zu sehr herausfordernden Situationen kommen und gerade auch in dieser Zeit von Fasten und Gebet kommen kann. In dieser Zeit sind wir sensibler, wir sind empfänglicher, auch empfänglicher für bestimmte Stimmungen, für Gefühle, für Emotionen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns in diesen herausfordernden Situationen in die richtigen Entscheidungen hineinbewegen. Und das ist die erste und richtige Entscheidung immer, dass wir uns dem Herrn nahen, dass wir unsere Zuflucht zu ihm nehmen. Das ist das, was die Psalmschreiber und die Psalmbeter immer gewusst haben, was sie uns immer geschrieben haben, dass wir unsere Zuflucht nehmen zu dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Unsere Zuflucht zu Jeschua nehmen, der unser Leben ist. Der Feind schläft nicht und er ist immer noch der Dazwischenwerfer, der uns von der Beziehung zu Jesus trennen möchte. Das ist uns allen sehr bewusst. Die Bibel berichtet uns ja von Männern und Frauen, die in Gottes Gegenwart waren und die ein Zeugnis seiner Kraft aufrichten, das uns auch heute noch berührt. Ich liebe es, in der Bibel zu lesen von diesen Männern und Frauen. Ich habe über Daniel gesprochen. Was für ein Glaubensheld! Was für ein Mann, der sich nicht gebeugt hat, obwohl die Bedrohung da war. Ein Mann, der sich nicht gebeugt hat, nicht in Kompromissen sich irgendwie durchgearbeitet hat, sondern der selbst im Angesicht dessen, dass er nicht wusste, wie er durchkommen würde, wie er aus der wahrgenommenen Bedrohung herausgehen würde, dass er selbst da nicht zurückgezogen hat und gesagt hat, na ja, also dann lieber doch. Wir finden
in der Bibel, in diesen Beschreibungen so viele Situationen, die im Leben dieser Männer und Frauen einen Wendepunkt beschrieben haben. Und du kannst es auch von den neuzeitlichen Kämpfern des Glaubens, diese Männer und Frauen, die in den Erweckungsbewegungen so stark gewesen sind. Du kannst es lesen von ihnen. Sie alle waren in Bedrängnis. Sie alle waren in dem herausgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Und ihre Entscheidung war immer die, dass sie sich für ein Leben mit dem Herrn entschieden haben. Alle diese Männer und Frauen haben die Auswirkung der Kraft Gottes real erlebt. Und das ist es, was mich anspornt. Ich will diese reale Kraft Gottes in meinem Leben haben. Ich will nicht nur davon lesen von anderen. Ich will nicht nur davon hören von anderen. Ich schätze Zeugnisse. Ich schätze die Beschreibungen in der Schrift für diese Kämpfer, für diese wirklichen Heroes, die der Herr hatte und hat, sondern ich möchte selbst in diese, diese Auswirkung der Kraft Gottes kommen. Wir beten oft, dass wir in Zeichen und Wundern vorwärts gehen, dass wir da hineinkommen, mehr als bisher. Wir sind immer noch nicht zufrieden mit dem, was wir bis jetzt haben. Wir sagen immer noch, Gott hat mehr für dich. Weil wir das glauben, zutiefst glauben, weil wir es erlebt haben in unserem Leben. Trotz Bedrängnis herauszukommen in der Kraft des Geistes, durchzukommen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wir wollen diese reale Kraft Gottes in unserem Leben erleben. Das ist es, was uns heute noch anspornt. Es ist die Liebe Gottes, die uns immer wieder anspornt, dass wir Menschen sein wollen, die in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn leben, die so darin aufgehen, die so darin ruhen in dieser Gemeinschaft, in diesem Hören auf ihn, damit wir seine Pläne und Absichten in unserem Leben erfüllen. Das allein ist unser Ziel. Die Männer und Frauen Gottes, Jahwe salbte sie. Er rüstete sie aus mit seinem Heiligen Geist, damit sie sich im Übernatürlichen bewegen sollten, das er vorbereitet hatte. Und damit sie durch seinen oder mit seinem mächtigen Arm in ganz neuer Art und Weise voranschreiten konnten. Lies das Wort Gottes in dieser Zeit. Lass es dir nicht irgendwie so, naja, jetzt muss ich das auch noch machen, jetzt ist so, fällt es dir schwer? Bete darum. Bete, dass der Heilige Geist die Quelle in dir öffnet. Bete, dass er dir eine tiefe Liebe zum Wort Gottes gibt. Es gibt nichts Kostbareres. Ich habe Zeiten erlebt, da war ich im Krankenhaus, bei den Kindern im Krankenhaus, wo auch immer, in bedrängenden Situationen. Aber ich habe immer meine Zuflucht zum Wort Gottes genommen. Immer. Das, was ich immer als erstes in meinem Gepäck hatte, das war meine Bibel. Weil ich wusste, das ist die Kraft. Das ist die Kraft, die mich am Leben halten wird. Das ist das Wort, was zu mir sprechen wird. Das ist das Wort, was mich trösten wird. Und das ist das Wort, was mir Hoffnung gibt, wenn ich selbst keine Hoffnung hatte und wenn Ärzte gesagt haben, oh, das sieht wirklich krass aus. Verstehst du? Lass dir diese tiefe Liebe zum Wort Gottes jetzt in dieser Fasten- und Gebetszeit schenken. Und wenn du nicht in diesem Fasten und Gebet dabei bist, lass es dir auch schenken. Bete darum. Bete und der Herr ist treu. Ich sage es dir, der Herr ist treu. Er wird es tun. Die Männer und Frauen Gottes, die uns so beeindrucken im Wort Gottes oder eben auch in den Erweckungsbewegungen oder Leute wie Reinhard Bonnke oder Leute, die heute auf dem Missionsfeld sind und die große Siege sehen, dass Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus kommen, sie alle sind nicht die Leute, die nicht
durch Herausforderungen und Schwierigkeiten gegangen sind. Manchmal, wenn ich ihre Zeugnisse lese oder höre, dann habe ich den Eindruck, ganz im Gegenteil. Es waren wirklich starke Herausforderungen. Der Feind schläft nicht, das habe ich gesagt. Er ist immer der Dazwischenwerfer. Er belügt immer noch. Und er ist besonders auf die fokussiert, die sich für die Verbreitung des Evangeliums oder des Reiches Gottes einsetzen. Waren diese Männer unberührt von jeglichem Kampf? Waren diese Frauen unberührt von diesen herausfordernden Situationen? Fern von Bedrängnis und Zweifel? Nein, ganz sicher nicht. Aber das, was ihnen allen zu eigen ist, ist, dass sie eine Entscheidung getroffen haben. Und manchmal, das muss ich sagen, waren es eben auch in unserem Leben diese Situationen, die für uns wirklich nicht so angenehm waren, vielmehr erschreckend in ihren Ausmaßen waren, die uns immer wieder zu Gott getrieben haben, wo er uns gezogen hat, aber wo wir uns haben hintreiben lassen zu ihm, zu dieser Kraft. Und wir haben unsere Wurzeln immer wieder tiefer hineingetrieben in diesen Felsen Christus. Das ist etwas, was ich heute über mein Leben oder über das von Martin und mir sagen kann. Wir haben wirklich unsere Wurzeln tiefer gemacht, sonst würden wir diesen Dienst von Gottes Haus auch nicht führen. Dann würden wir nie sagen, Gott hat mehr für dich. Glaub das, streck dich danach aus. Wenn wir nicht durch solche Situationen hindurchgegangen sind. Ich möchte dir eine kleine Story, eine kleine Geschichte vorlesen, die anschaulich zeigt, wie das mit dem Wurzel tiefer machen zu verstehen ist, wie es gemeint ist. Wie gesagt, eine kleine Geschichte, ein Beispiel, eine Story, aber ich glaube, sie wird dir gefallen und sie wird dir zeigen, dass du sagst, aha, ja, stimmt, so ist das. Ein kleiner Kaktussetzling hat sich in der heißen, felsigen Wüste ausgesämt. Ein Wunder, dass sie überhaupt wurzeln konnte in dieser unwirtlichen Gegend. Alles um sie herum ist in braunen, grauen, sandigen Farben wie eingetaucht. Kaum kann man irgendwelche Gegenstände mit den Augen ausmachen. Sie scheint hier nicht sehr willkommen zu sein. Aber sie lebt und sie überlebt. So manchen Sandsturm will sie in unzähligen Sandkörnern zu ersticken versuchen. Die heiße Sonne scheint sie oft verbrennen zu wollen. Ihre Wurzeln sind doch noch so zart, so klein, so wenige. Und der tägliche Kampf ums Überleben scheint sie fast alles zu kosten. Hört das denn nie auf? Da kommt eines Tages ein Beduinenjunge vorbei. Ihm ist langweilig. Achtlos schießt er die vor ihm liegenden Steinchen durch die Luft, bis er den kleinen Kaktus dort entdeckt. Ja, genau, das richtige Ziel. Endlich hat er etwas gefunden, was seinem Spiel noch mehr Spaß bringen wird. Er beginnt mit kleinen Steinchen das Ziel zu bombardieren. Viele Treffer kann er landen, aber es bleibt nicht beim Werfen. Er wird langsam des Spieles überdrüssig und nimmt einen besonders dicken Stein und legt ihn auf den Setzling. Das Ende? Der Tod? Aufgabe dieses schier endlos scheinenden Kampfes? Nein. Der Kaktus weiß, es gibt Wasser, tiefer unten. Wasser bedeutet Hoffnung, Kraft, bedeutet Überleben, bedeutet Sieg. Nicht ganz dunkel ist es unter dem dicken Stein.
Am Rand ist ein kleiner Spalt, durch den Licht hineinfällt. Licht bedeutet Sauerstoff, Leben. So reckt und streckt er sich mit aller Kraft. Der Kampf ums Überleben scheint ihm ja nicht unbekannt. Nichts Fremdes. Oft hat er in den letzten Monaten kämpfen müssen. Und er ist stehen geblieben. Er hat nicht aufgegeben. Er beginnt tiefer zu wurzeln, gräbt sich durch hartes Gestein, durch heißen Wüstensand und findet Wasser. Lebendiges Wasser, klares, reines, starkes Wasser, Leben spendendes Wasser. Er wächst und breitet sich aus, er wird stärker und Jahr für Jahr wächst und wird er stärker. Und dann setzt er wunderschöne Blüten an, die in dieser braunen, harten und fast trostlosen Umgebung von besonderer Schönheit sind. Das ist ihr Lebensziel, diese Blüte hervorzubringen. In der Bibel gibt es eine Stelle, die von einem Baum berichtet, der gepflanzt ist an Wasserbächen. Du kennst diese Bibelstelle ganz bestimmt aus Psalm 1, Vers 3 oder in Jeremia 17, Vers 8 wird sie uns beschrieben. Der ist gepflanzt wie ein Baum an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Manchmal ist es so, dass ohne diese bestimmten Dinge, diese herausfordernden Situationen in unserem Leben es keine Wende geben würde. Wahrscheinlich weißt du das aus deinem Leben. Wahrscheinlich hast du wie in dieser kleinen Story Momente erlebt, wo du dachtest, das ist jetzt das Ende. Und dann hast du eine Entscheidung getroffen und hast gesagt, nein, ich werde tiefer wurzeln in Gott. Ich werde tiefer meine Wurzeln hineinstrecken in das lebendige Wasser, was Christus ist. Die Wolke von Zeugen, von der uns die Bibel ja auch berichtet, diese Glaubenszeugen, die Bibel nennt sie sogar namentlich im Hebräerbrief. Es waren Männer und Frauen, die in einer Erkenntnis und Gemeinschaft mit Gott gelebt haben und mit ihm unterwegs waren und die zu Heldentaten herausgerufen wurden, die sie selbst nicht für möglich gehalten haben. Sie waren Menschen, die ihre Wurzeln tief in Gott gegraben haben, die nicht aufgegeben haben, die nicht unter dem Ganzen sich zerbrechen haben lassen, sondern die gesagt haben, es gibt in diesem Felsen lebendiges Wasser in Christus. Sie haben ihre Glaubenswurzeln tief und tiefer gegraben. Wir nennen sie auch die Glaubenshelden. Was für ein Wort, Glaubenshelden. Das ist das, was ich sein möchte. Ein Glaubensheld. Jemand, der über diese Umstände hinweggeht, der durch die Umstände stärker wird als vorher. Die Bibel berichtet uns von ganz vielen solchen Situationen. Es gab Ägypten mit diesem sklavischen Leben und feindlicher Herrschaft. Aber das Volk wurde durch den starken Arm Jahwes befreit. Es gab die Wüste und doch wurden ihre Schuhe nie zerschlissen und ihre Knie schwollen nie an. Es gab den Feuerofen, in dessen Glut die drei unbeugsamen Widerständler nicht versenkt wurden. Es gab die Grube mit der Gegenwart des Engels, der den Rachen der Löwen zuhielt. Es gab das Kreuz, an dem Jesus sein Leben gegeben hat, für dich und für mich. Aber er blieb nicht am Kreuz, sondern es gab den Ostermorgen und er brachte den vollkommenen Sieg. Es gab das innerste Gefängnis für Paulus und Silas, aber es gab auch ihren Lobgesang, der ein Erdbeben in Gang setzte, dass die Grundfesten des Gefängnisses wankten.
alle Türen aufsprangen und sich die Fesseln aller lösten. Was hat diese Glaubenshelden ausgemacht? Paulus beschreibt es uns. Er beschreibt unseren Glaubenslauf, diesen Lauf auf der Rennbahn. Und gerade jetzt in dieser Zeit, wo manche von uns diese Ergebnisse der Olympischen Spiele und Wettkämpfe ja beobachten, ist es euch wahrscheinlich sehr deutlich, was Paulus hier meint. Er berichtet nämlich hier von der Wolke der Zeugen, die den Wettkampf, den Wettlauf beobachten. Die Zuschauerränge sind keine leeren Stühle. Auf den Rängen sitzen die vorausgelaufenen Läufer, die Zeugen des Glaubens und Kampfes, die uns anfeuern, nicht nachzulassen, damit wir das Ziel erreichen. Paulus empfiehlt sogar, dass wir jeden Ballast der Sünde, die uns schwächt, die uns niederdrückt, die uns entmutigen will, dass wir sie abwerfen sollen, damit wir stärker laufen können. Er nimmt dieses Beispiel aus diesem sportlichen Wettkampf und weist darauf hin, dass ein Läufer niemals mit schwerem Rucksack seinen Lauf antritt, um sein Ziel zu erreichen. Das ist für uns, ihr Lieben, das ist für uns geschrieben, für uns ein Beispiel. Es ist für uns etwas, wonach wir uns ausstrecken, den Ballast abzulegen. Gerade in dieser Zeit von Fasten und Gebet. Leg die Dinge ab, die dich niederdrücken, die dich emotional immer schwächen wollen, die dich berauben wollen, die dich zurückziehen wollen, die dich, ach nein, und schon wieder, und ach du liebe Zeit, die diese Stimmen sind. Hör ihnen nicht zu. Leg den Ballast ab. Es ist oft diese Probe, die Gott in unserem Leben zulässt, wenn wir durch herausfordernde Umstände gehen. Es ist nicht alles immer nur, dass wir schnell und sicher und immer vorankommen, sondern da gibt es diese Situationen, wo wir geprüft werden, wo eine Läuterung Gottes stattfindet. Was wird sie oder was wird er machen in dieser Situation? Wird er die Dinge weglegen, die Dinge des Glaubens, die ihn stärken? Wird er es einfach zur Seite legen? Wird er sagen, na ja, das ist für andere, aber nicht für mich? Durch die Dinge mit Jesus hindurchkommen, das ist das Geheimnis. Wir wollen Menschen sein, die ihre Wurzeln tief machen in den Felsen Christus, wo das lebendige Wasser von ihm selbst fließt. Wir haben Zugang zu lebendigem Wasser, wir haben Zugang zu Licht, damit wir unsere Wurzeln tiefer machen, damit wir wachsen können, damit wir sogar Frucht bringen können. Es ist Frucht angesagt für dein Leben. Der Weg ist manchmal tatsächlich mitunter anstrengend, herausfordernd und mühsam. Aber wir sind ja im Training mit dem Heiligen Geist und er hilft immer deiner und meiner Schwachheit auf. Wir geben nicht auf, sondern wir werden zu Überwindern trainiert. Wir laufen als Überwinder. Wir laufen nicht als Verlierer, als die Letzten, die irgendwo auf der Rennbahn sind, sondern wir laufen als Überwinder. Werden Erschütterungen jetzt kommen? Werden Dinge kommen, die uns nicht gefallen? Werden Herausforderungen auf uns zukommen, die wir vielleicht jetzt noch nicht kennen, die wir uns noch nicht mal vorstellen können? Ja, auch in unserer Zeit, das glaube ich, werden neue Erschütterungen um uns herum zunehmen. Vielleicht merken wir es jetzt im Moment nicht, aber ich glaube, dass wir in Zeiten von Erschütterungen hineinkommen werden. Und das ist das, weshalb wir sagen, sei wachsam. Sei wachsam. Es kann sein, dass der Feind seine Agenda ändert, dass alles einen neuen Anstrich, einen neuen Titel bekommt. Es kann zu einem Strategiewechsel kommen, der zuerst nicht wahrgenommen oder nicht gesehen wird. Sei wachsam.
Eins muss uns immer im Gedächtnis bleiben, der Feind ist immer der Feind. Und er hört nicht auf, nur die kleinen Steinchen auf uns zu werfen, sondern letztendlich geht es ihm um diesen großen Stein, der unser Leben zu Ende bringen soll, der unser Leben abtöten soll, und zwar das Leben in Christus. Das Leben im Heiligen Geist, das Leben in Gott. Er möchte nicht, dass wir durchkommen und schon gar nicht, dass wir Frucht bringen. Er bleibt der Feind. Er verführt, er belügt und er verblendet. Das muss uns bewusst sein. Aber trotzdem, wie in der kleinen Story, wir suchen diesen Spalt, wo uns das Licht Gottes erreicht. Und wir sehen das Licht, weil Christus das Licht ist. Was wir auch sagen wollen oder was wir immer wieder sagen, Martin und ich, wenn Erschütterungen kommen, wenn sie vor unseren Augen geschehen, dann wird es auch ein Erwachen der Menschen um uns herum mit sich führen. Ein neues Ausstrecken kommt zu Jahwe, unserem Gott. Sie werden die Stimme des Heiligen Geistes hören, dass er ruft und sie in die Nachfolge von Jesus hineinruft. Für die, die wachsam bleiben und wachsam sind, wird es durch den Heiligen Geist zu weiteren Offenbarungen kommen. Und gerade jetzt in dieser Fasten- und Gebetszeit, sei nicht entmutigt jetzt, dass du noch nicht dies oder das, was du dir gedacht hast, erhalten hast, sondern bleib dran und sag: Herr, ich will, dass du in meinem Leben diese Frucht hervorbringst. Ich will meine Wurzeln tiefer machen. Ich will Ballast nicht in dem Sinne mit mir schleppen, aber ich will dein Licht suchen. Ich will mich nach dir ausstrecken. Der Heilige Geist ist der Helfer, er ist der Tröster, er ist der Ermutiger, der Leiter, der Planer, der Wunder. Er ist der, der Gott in dir groß macht, der den Herrn, der Jesus groß macht in dir. Und wir strecken uns nach diesem Licht aus. Lass es zu deinem Zeugnis werden, dass es sich lohnt, mit ihm zu laufen, dass es sich lohnt, ihm zu vertrauen und dass es sich lohnt, ihm nachzufolgen. Er ist das lebendige Wasser. Er ist das Licht. Herr, dafür danke ich dir so sehr. Für diese Offenbarung, dass du das Licht bist und wir uns ausstrecken zu dir hin. Dass wir wachsen zu dir hin. Dass wir tief gewurzelt sind in dir. Dass wir die Bedrängnisse als eine vorübergehende Bedrängnis wirklich sehen und trotzdem uns zu überwindern von dir trainieren lassen. Ich danke dir so sehr für die Kraft deines Wortes. Ich danke dir so sehr für das, was du in unserem Leben aufrichtest. Du bist wahrlich der Tröster. Du hast uns den Tröster gesandt. Du bist wahrlich der Leiter unserer Herzen. Du bist wahrlich der Planer der Wunder. Denn es ist immer ein Wunder, wenn unsere Wurzeln tief sind in dir und wenn wir uns ausstrecken und hinwachsen zu dem, der unsere Hoffnung ist, Christus allein. Amen und Amen.